Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag. Ein Deck, das es geschafft hat, fast komplett 2020 T1 zu sein. Also damals noch mit Renin 6, danach dann ohne Renin 6 und mit Oko. Danach dann mit irgendwelchen komischen Grave-Karten auf einmal. Und dann war es auf einmal ein Grind-Deck. Und deshalb gucken wir uns heute mal Ruck Delver an. Ruck Delver war halt ein sehr, sehr cooles Deck, als ich angefangen habe, Legacy zu spielen. War das immer so eins meiner Traumdecks tatsächlich. Weil, naja, es ging halt darum, den Gegner von Ressourcen abzuschneiden, eine kleine Kreatur zu droppen, die dann zum Victory zu reiten. So ähnlich funktioniert das immer noch, aber ganz anders. Wir gucken uns erstmal an die Landbase. Fetchländer. Fetchländer kennt ihr, hoffe ich. Das sind alles Länder, die ihr tappen könnt, opfern könnt, ein Leben bezahlen könnt und blau-rot, blau-schwarz, blau-weiß, rot-grün, blau-schwarz, blau-rot euch raussuchen könnt aus eurem Deck. Geht einfach nur darum, dass ihr eben möglichst wenig Länder im Deck habt, weil ihr agiert auf sehr wenig Mana und die Mana damit rauszusuchen ist sehr viel effizienter. Denn wir haben insgesamt 6 Länder drin, die wir mit wie viel Fetches? 9 Fetches suchen. Das ist schon dämlich. Wir haben einmal, beziehungsweise dreimal Tropical Island, das blau-grüne Duel, was wir mit allen unseren Duels finden können. Und das andere Land, Volcanic Island, auch das können wir mit all unseren Fetch-Ländern finden. So, da wir ein Tempo-Deck sind, zumindest waren, spielen wir auch 4 Wastelands. Mit Wastelands zerstören wir gegnerische Länder, um eben durchzukommen, weil sowas wie ein Maze of If kann dieses Deck hier schon ziemlich lange aufhalten. Und dementsprechend Wastelands da gang und gäbe. Das war's schon mit der Mana-Basis. Also wir haben noch keine 3 Minuten im Gespräch und haben schon die Mana-Basis durch. Ihr merkt, das Deck ist sehr straightline. Dementsprechend wird es auch sehr, sehr schnell durch sein. Die, naja, bisher namensgebende Karte, die das Deck umbenannt hat von Canadian Threshold in Ruck Delver. Der gute Delver of Secrets. Ihr seht schon anhand der Delver, ich habe da so eine kleine Leihgabe von 1-2 Karten für das Deck. Ruck Delver, beziehungsweise der Delver of Secrets, eine 1-Mana-1-1 Kreatur, die sagt, zu Beginn des Abgibs, können wir die oberste Karte unseres Decks vorzeigen. Und wenn es eine Instant Sorcery ist, transformiert er halt in einen 3-2er Fliegender. Ja, im Normalfall, wenn man gut ist mit diesem Deck, flippt er automatisch. Meistens tut er das nicht. Meistens muss man das Ganze mit Zaubern, die wir nachher besprechen, eben absetzen, damit er überhaupt funktioniert. Weitere Kreaturen, die wir drin haben, die ich persönlich sehr, sehr cool finde, weil ich sie sehr, sehr mag, ist der Young Pyromancer. Ich habe den schon Ewigkeiten schon gespielt. Und naja, er sagt 2-Mana-2-1, immer wenn wir einen Instant Sorcery casten, kriegen wir einen roten Elemental. Und naja, Elemental sind halt cool, beziehungsweise es ist halt eine Power, die wir aufbauen, weil wir haben eine Menge Instant Sorceries drin. 12 Kreaturen nur drin. 12 Kreaturen, 19 Länder. Dann könnt ihr euch vorstellen, wir haben fast 50% unseres Decks in Instant Sorceries. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und auch die Chance dafür, dass der Delver dann flippt, ist dementsprechend auch ziemlich hoch. Dann haben wir eine Karte, die das Deck meiner Meinung nach super dämlich macht. Das ist der Dreadhorde Arcanist. 2-Mana 1-3 Trampel und wenn er angreift, können wir eine Instant- oder Sorcery-Karte aus dem Friedhof casten mit Mana-Kosten gleich oder weniger der Angriffsstärke des Dreadhorde Arcanisten. Danach wird die Karte nicht in den Friedhof wiedergelegt, sondern sie wird gecastet und danach wird die ins Exil gelegt. Wir haben in diesem Deck, ich glaube, bis auf die Counterspells nur Instant- oder Sorceries, die 1 Mana kosten. Das ist eine 1-3-Kreatur. Das ist schon dämlich. Früher hat man in diesem Deck Tamogolf gespielt. Hin und wieder mal tut man das immer noch. Aber weil, naja, mittlerweile Wizards sagt, neu ist immer besser, ist Tamogolf halt einfach kacke. Der war damals schon kacke und ist jetzt noch bekackter. Ich habe noch zu Zeiten erlebt, wo man Tamogolfs 1 gegen 1 gegen Duels getauscht hat. Ich habe noch ein paar Tamogolfs, wenn das irgendwer machen will. Gar kein Problem, mache ich. Die Ersatzkarte dafür ist der Hootring Mandrills. Eine 4-4 Kreatur mit Delph. Also man kann Karten aus dem Friedhof exilen, um die Karte günstiger zu machen. Und Trampel. Das Problem beim Tamogolf ist, dass der Tamogolf mittlerweile maximal so ein 3-4er ist. Dadurch, dass dieses Deck selber nicht mehr wirklich auf harten Counter-Removal-Plan fährt, hat der Gegner im Normalfall eine Kreatur im Friedhof, ein Land, ein Instant und Sorcery haben wir selber im Friedhof, die wir uns langsam mit dem Dreadhorde rausfressen. Was auch nicht geil ist. Dementsprechend ist es halt einfacher, einen 4-4er zu droppen, der einfach 4-4 bleibt und Trampel hat und damit den Gegner umzuboxen. Auch hier das Trampel gegen eine Mother of Runes und ähnliches. Sau cool. Dann spielt dieses Deck eine ganze Menge Counterspells.
wirklich eine ganze Menge Counterspells, aber die Version, die ich mir jetzt rausgesucht habe, die ich euch heute vorstelle, spielt kein Stifle. Diesen Tempoplan haben diese Decks halt nun mal verworfen und sie spielen eher einen Grindplan, der später nochmal kurz revealed wird. So, wir spielen die obligatorischen 4 Force of Will. Mittlerweile kennen die meisten Leute, es ist ein Counterspell, den man für eine blaue Handkarte abwerfen umsonst casten kann. Und ein Leben zahlen, ja, ich weiß. Dazu hat sich gesellt, neues immer besser, der neue Force of Will. Der Force of Negation, den kann man nur im Gegnerzug über die Force-Kosten bezahlen, ansonsten ist es ein 3 Mana. Und der sagt, nur Nicht-Kreaturen-Zauber können gekontert werden, die werden sogar exiled. Und wir haben ja nicht viele Länder, aber alles sind Inseln, also spielen wir den, finde ich, coolsten Counterspell, nämlich Daze. 2 Mana, Counter-Target-Spell, es sei in der Beherrscherzeit 1 Mana mehr, das spielt man ganz selten Hardcast. Der zweite Effekt mit, man kann eine Insel zurück auf die Hand nehmen vom Feld, ist so gut dabei. Man kann Turn 2 einfach hier so ein... Wo hab ich ihn? Ein Young Pyromancer legen, der Gegner versucht den zu swarden, man kann den Daze beschützen und hat noch einen 1-1er dabei bekommen. Und weil aktuell Uro, Oko und was nicht alles für eine komische Meta ist, spielt man einen Pyroblast Mainboard. Auch gut gegen Jace, auch gut gegen andere Delver-Decks, weil es eben wegcountert, weil es andere Delver zerstört. Uro und Oko zerstört. Habe ich erwähnt, dass es Oko kaputt macht. Das ist der erste Spell, den wir aus dem Friedhof so mit dem Arcanisten wiederholen. Andere Spells, die wir aus dem Arcanisten wiederbekommen, sind Burn-Spells. Wir haben da ganz klassisch 4 Lightning Bolt. Hier übrigens, ja, Grand Prix letztes Jahr, wisst ihr noch? Magic Fests? Vorletztes Jahr. Das ist, wie man gut darauf lesen kann, ein Ein-Mana-Instant, der 3 Schaden an einem Ziel eurer Wahl schießt. Kann man wunderbar darauf lesen. Aber den mit Arcanisten bedeutet, ihr habt einen Arcanisten auf dem Board, ihr spielt diesen Zauber, schießt eine Kreatur, greift mit dem Arcanisten an, schießt dem Gegner ins Gesicht, habt ihr aus einem Bolt 6 Damage gemacht. Das ist ziemlich gut und weil das gut ist, spielen wir noch einen weiteren Bolt, und zwar den Chain Lightning. Der sagt für ein rotes Sorcery, er fügt 3 Schaden zu. Und der Besitzer des Targets kann 2 rote Mana bezahlen und kann ihn zurückschießen. Dann können wir das auch machen. Also kopieren. Dann können wir ihn wieder kopieren. Weil es ist eine Chainspell. Auch den könnt ihr mit dem Dreadhorde Arcanisten aus dem Friedhof casten, als wäre er ein Instant im Combat, was ziemlich broken ist. Dann haben wir die obligatorischen 4 Brainstorms. Wer sie nicht kennt, mächtigste Karte in Magic, in Legacy, meiner Meinung nach. Die nicht ganz so starke Karte ist der Ponder, den spielt man trotzdem 4-mal. Wie man gut drauf lesen kann, guckt man sich die obersten 3 Karten seines Decks an, legt die Melee-Reihenfolge zurück, kann danach sein Deck mischen, wenn man möchte, und zieht dann eine Karte. Man kann also keine Dreckskarten von der Hand wieder wegtun, aber es ist immer noch ganz gut. Und die nächst schlechtere Version davon ist Preordain. Preordain, ein blaues Mana, man scryt 2 und zieht dann eine Karte. Manchmal ist es sogar noch besser als ein Ponder. Selten ist sie besser als ein Brainstorm. Das war das Main Deck, außer dass jetzt normalerweise eben diese 4 Stifle reinkommen würden. Dafür würde wahrscheinlich irgendwie so ein, keine Ahnung, Ponder rausfliegen oder das Force of Negation im Sideboard. Und die haben wir jetzt gecuttet, weil wir sind kein Tempo-Deck mehr, sondern wir sind das, was, naja, richtig Spaß macht aktuell im Legacy. Wir spielen 3 Okus. 3 Okus machen uns zu einem Grind-Deck. Wir können nicht nur das Tempo-Deck spielen und können über erste Runde Delver into Pyromancer into Bolt, Bolt, Bolt into Counterspell den Gegner relativ schnell kaputt machen. Nein, wir können auch einfach Turn 3 in Oko droppen und dann gegen Kontrolldecks das Spiel nach Hause holen. Das ist sehr mächtig. Vor allem mächtig langweilig. Aber es ist nun mal aktuell der State of the Game und dementsprechend haben wir ein Oko, beziehungsweise 3 Okus im Deck, 3 Mana Planeswalker, der mit 4 Marken reinkommt. Plus 2, ihr kriegt Food. Food ist immer gut. Plus 1, ihr könnt ein Artefakt, zum Beispiel das Food, oder eine Kreatur zu einem 3-3 Elch machen, der alle seine Fähigkeiten verliert. Das ist ziemlich gut, wenn der Gegner zum Beispiel sowas hat wie, also zum Beispiel so ein Dark Doof in 3-3 machen ist ganz witzig, aber passiert eher selten. Auf der anderen Seite könnt ihr damit eben auch Kreaturen, die euch stören, einfach aus dem Deck einfach wegziehen. Das kann zum Beispiel auch ein Tarmogoyf sein. Natürlich könnt ihr damit auch Artefakte abschießen, im Sinne von, ihr könnt sie in 3-3 verwandeln, was zum Beispiel das Sword of Fire and Ice, was diesem Deck jahrelang ein Dorn im Auge war, einfach mal negiert. Das ist ziemlich mächtig. Und dann haben wir noch den -5er, den kaum einer benutzt. Das ist die vergessene Fähigkeit des Okus. Ihr könnt ein Artefakt oder eine Kreatur, die ihr kontrolliert, gegen eine Kreatur tauschen, die ein Gegner kontrolliert, mit Stärke 3 oder weniger. Damit kann man sich halt auch mal Elche holen oder man kann sich damit versuchen, den gegnerischen Mutti zu holen oder eben andere Karten, die man mit dann
Meter ins Gesicht prügelt, weil man gibt ihm wahrscheinlich dafür einen Food. Fucking Food. Ja, das ist das Mainboard, sehr straight, und dann kommen wir mal zum Sideboard. So, dann haben wir das Sideboard. Das Sideboard bestehend aus Sylvan Library zum Beispiel. Sylvan Library ist eine Verzauberung, die sagt, zu Beginn des Draw Steps können wir zwei zusätzliche Karten ziehen und müssen dann für jede Karte von diesen zusätzlichen Karten, die wir gezogen haben, 4 Leben bezahlen oder wir müssen sie zurücklegen. Natürlich dann in beliebiger Reihenfolge. Aber diese Karte hilft dem Grindplan sehr. Aktuell wird relativ viel dieser Court gespielt, dieser blaue, der euch zum Monarchen macht. Was super, super cool ist, weil wenn ihr Monarch seid, mildt den Gegner, glaube ich, um 10 oder 12 Karten. Also eine richtig Bananezahl. Es kann auch 7 sein, aber es ist immer noch Banane. Wenn ihr nicht Monarch seid, um 2. Das kann eben dazu führen, dass ihr den Grindplan noch weiter fahren könnt und gegen andere grindige Decks einfach das Spiel gewinnt. Zusätzlich dazu ist der Court nicht annähernd so anfällig gegen Decks, die halt mit Hullbreacher oder der Narset spielen. Weil wenn der Gegner Hullbreacher hat, macht Sylvan Library keinen Spaß. Wenn der Gegner eine Narset hat, macht Sylvan Library genau gar nichts. Allerdings, wenn wir immer noch Monarch sind, dann ist das mit dem Hullbreacher uns relativ egal, wenn der Gegner dafür einfach seine Karten mildt. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. So, dann haben wir eine Clotis, Göttin des Schicksals. Das ist ein 3-Mana 4-5er, der einfach niemals zu einer Kreatur in diesem Deck wird. Denn er ist eine unzerstörbare Kreatur. Sie ist eine unzerstörbare Kreatur, es tut mir leid. Die, solange man nicht mindestens 7 blaue oder rote Mana-Symbole hat, sie bringt 2 mit, das heißt, man braucht 5 rote und oder grüne Mana-Symbole, was einfach super selten ist, dass das passiert. Solange ist sie keine Kreatur. Zu Beginn der Hauptphase, vor dem Kampf natürlich, schickt ihr eine Karte aus einem Friedhof eurer Wahl ins Exil, meistens eine Karte vom Gegner. Falls es eine Länderkarte war, kriegt ihr ein rotes oder grünes Mana, was euch einfach mehr Mana-Freiraum gibt. Sollte es keine Länderkarte sein, erhaltet ihr 2 Lebenspunkte und die fügt jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Auch das ist eine absolute Grind-Karte und zählt zu diesem Grind-Plan einfach, dass wir den Gegner einfach kaputt machen, während wir einfach nur dastehen und warten. Auch zum Grindplan mittlerweile ist der Hullbreacher. Ich habe ihn gerade eben schon erwähnt, deswegen muss ich ihn jetzt mal gleich nach vorne ziehen. Ein 3-Mana 3-2 Flash Merfolk Pirate, der sagt, immer wenn er eine Karte ziehen würde, die nicht die erste ist, die er in seiner Draw-Step zieht, kriegt ihr stattdessen einen Treasure-Token. Was zum Beispiel eine Sylvan Library ausschaltet oder eben, wenn der Gegner Brainstorm spielt, ihr das Ding drüber flasht, einfach dafür sorgt, dass ihr 3 Treasures bekommt und euer Gegner 2 Karten aus seiner Hand oben sein Deck legt. Das ist einfach, wenn ihr damit den Gegner richtig erwischt, unsagbar mächtig. Dann haben wir eine Menge Hate-Karten. Wir fangen an mit einem Return to Nature. Früher wurde hier ein Ancient Grudge zugespielt in diesem Slot, aber mittlerweile hat Return to Nature das übernommen. Man zerstört ein Artefakt, eine Verzauberung oder exilt eine Karte aus dem Friedhof für 2 Mana, einfach sehr, sehr mächtig und sehr, sehr versile, gerade gegen so Decks wie Reanimator, wo man eben auch mal ein Animate Dead damit zerstören kann. Dann haben wir bei Gravechart, habe ich ja schon erwähnt, 2 Soul of Guide Lantern. 1 Mana, wenn ihr ins Spielfeld kommt, exilieren wir eine Karte. Und wir können ihn opfern und jeden gegnerischen Gravechart exilen. Hierbei halt wichtig, es ist nur der gegnerische Gravechart. Auch das macht zum Beispiel einen Hooting Mandrills wesentlich besser als einen Tarmogoyf, weil es nur den Gegner Friedhof exilt. Oder ihr könnt es für 1 Mana tappen, opfern, um eine Karte zu ziehen. Dann habt ihr für 2 Mana praktisch eine Karte aus dem Friedhof exilt und habt eine Karte gecycelt, was sie halt cooler macht als Return to Nature. Auf der anderen Seite, ja, wenn ihr die reinboardet, wird es meistens eher dieses Exile den Friedhof werden. Weil Uro. Dann haben wir übrigens auch eine Karte gegen Uro, aber auch gegen andere grüne Karten bzw. grüne Decks. Submerge. Submerge ist ein 5-Mana-Spell, den wir niemals hardcasten. Weil wenn wir ihn reinboarden, heißt das, wir müssten 5 unserer 6 Länder haben. Es sei denn, wir zählen Wastelands als Mana-Quellen. Das machen ganz komische Menschen nur. Und ja, dementsprechend werden wir das nie über die normalen Kosten casten, sondern immer über die alternative Casting-Cost, dass wir kein Mana zahlen müssen. Wenn der Gegner einen Forest kontrolliert und wir eine Insel, dann können wir eine Kreatur oben aufs Deck legen. Gerade gegen sowas wie Knight of the Reliquaries, Maverick, Questing Beast oder ähnliche Karten ist das eine richtig gute Karte. Auch gegen Dark Depths und halt andere komische Sachen. Des Weiteren kann man das tatsächlich auch gegen Elfen benutzen, was ganz witzig ist. Einfach mal so ein, tatsächlich eine der nervigsten Kreaturen, die Elfen letzter Zeit bekommen hat, mit dem
Allosaurus Shepard, der eben nicht gecountert wird oder removed wird, sondern einfach aufs Deck gelegt wird. Was sehr, sehr mächtig ist, wenn man gerade dann ein Natural Order auf dem Stack hat mit eben dem guten Allosaurus Shepard, der nicht gecountert werden kann, kann man eben dort den Allosaurus Shepard submergen und kann dann den Spell countern. Was ganz cool ist. So, dann ebenfalls ähnlicher Slot, ähnlicher Funktion, aber eben auch gegen sowas wie Death and Taxes ganz nützlich. Vapor Snake. Einfach nur um Kreaturen wie zum Beispiel einen ausgerüsteten Marine Crusader. Man kann mit dieser Karte eben auch zum Beispiel gegen Reanimator was machen, weil die wenigsten Reanimator haben den Forest noch aktuell noch drin. Oder suchen ihn raus gegen so ein Deck. Und dann kann man mit Vapor Snake halt auch dort einfach mal eine Kreatur bouncen. Interessant ist es halt auch gegen Kreaturen, die euch einfach töten würden. Plus ihr könnt auch einfach mal eine Kreatur von euch selber resetten. Tut ein bisschen weh, kann man aber machen, wenn der Gegner euch geokert hat. Dann haben wir aktuell relativ viele Lion's Eye Diamonds und Astrolabs und andere komische Artefaktkarten in der Meta. Auch Ausrüstung, Aether Fuel, ganz, ganz komisches Zeug. Gegen diese Decks spielen wir eine Null Rod. Das ist ein Artefakt, das sagt, Artefakte können nicht mehr aktiviert werden. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Damit kann man einfach so viele Decks einfach rausnehmen, wenn das resolved. Das ist wahnsinnig cool. Macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Kann ich nur empfehlen. So, wir haben im Mainboard einen Pyroblast gegen Uro und Doku. Und einer ist meistens nicht genug gegen diese Decks. Dementsprechend haben wir noch einen Red Elemental Blast und einen weiteren Pyroblast im Sideboard. Hierbei macht man das tatsächlich eher so, dass man diesen Red Elemental Blast als dritten Counter, beziehungsweise als dritten Blast nur reinnimmt, damit man nicht gesurgicalt werden kann. Der Pyroblast ist in den meisten Fällen einfach besser, solange wir einen Pyromancer haben. Der Red Elemental Blast kann eben nicht wirklich umgeleitet werden, was ihn sehr, sehr positiv macht. Auf der anderen Seite kann man ihn auch nicht casten, wann immer man möchte. Dieser Split ist wegen Surgical halt sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Hat vielleicht auch schon den einen oder anderen aus meinem Team, aus ein paar Turnieren das Leben gerettet, dass ich den Leuten das tatsächlich am Einbläuen bin. Vielleicht war es auch auf dem Grand Prix Day 2. Dann reden wir von Surgical, deswegen muss ich euch die Karte direkt mal zeigen. Das ist eine schwarze Karte, die wir niemals hardcasten. Das ist so ein Theme, das in diesem Deck irgendwie sich durchzieht, habe ich das Gefühl. Wir spielen Dinge nicht, weil wir sie nutzen können. Claude ist ja auch nicht. Auf jeden Fall ist das eine Instant, die eben für 2 Leben in diesem Deck gespielt werden kann. Man nimmt sich eine Karte aus dem Friedhof, diese Karte darf kein Standardland sein, und exilt diese Karte und jede andere Karte aus der Hand, dem Friedhof und des Deck des Gegners mit demselben Namen. Das bedeutet, wenn der Gegner versucht, irgendwie einen Grizzlebrand zu reanimieren, surgicalt ihr und dann reanimiert er keinen Grizzlebrand. Oder wenn ihr unbedingt euren Hullbreacher durchbringen müsst und ihr wisst, der Gegner hat einen Red Elemental Blast auf der Hand und einen Red Elemental Blast im Friedhof, könnt ihr mit dem Surgical auch den Red Elemental Blast aus dem Friedhof nehmen und könnt dann auch einen Hullbreacher spielen. Dementsprechend splittet man die. Dann haben wir noch ein wenig Weiß-Hate, weil dieses Deck jahrzehntelang schlecht gegen Death and Taxes war, aber eigentlich mittlerweile ziemlich gut dagegen aufgestellt ist. Aber auch Mentor kommt wieder. Dementsprechend spielen wir einen Sulfur Elemental. 3-3-2 mit Flash und Split Second. Das heißt, der Gegner kann das Ding nicht countern, was sehr angenehm ist. Außer mit so einer komischen Counterbalance. Weißt du, dieses Cheat-Ding. Na egal. Weiße Kreaturen kriegen +1/-1. Das macht Leute wie Million Crusader oder den Mentor an sich stärker. Killt aber alles, was irgendwie Richtung Mutti geht, alles Richtung Esperweil, den Flickerer oder eben die Tutoren. Sehr, sehr starke Karte. Genau dieselbe Richtung geht auch das Blazing Volley. Für ein Mana Sorcery, jede Kreatur, die der Gegner kontrolliert, kriegt einen Damage. Wichtig dabei, diese Karte kostet genau wie Surgical, genau wie Red Element Blast, genau wie Vapor Snake, ein Mana. Das bedeutet, wir können in einer Runde auch einfach ein einseitiges Pyroklasm spielen, indem wir Blazing Volley spielen, mit unserem Arcanisten angreifen und das nochmal machen. Das ist schon ziemlich mächtig. Auf der anderen Seite reicht oftmals ein Blazing Volley, um die Decks auszuschalten, die man sie reinnimmt. Auch im Mirror sehr, 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 sehr vernichtend. Das war's zum Sideboard. Ich würde jetzt nochmal was Kurzes aufschlagen und würde nochmal kurz darüber reden, warum man dieses Deck spielen sollte, was es noch Cooles zu dem Deck zu sagen gibt und ja. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte man dieses Deck spielen? Ich finde, Rug Delver ist ein wunderschönes, super faires Deck und es macht ultra Spaß, dieses Deck zu spielen, auch wenn es aktuell mit Karten wie Clotis oder eben mit dem guten Oko aktuell in eine Grind-Richtung geht. Es kommt wieder die Zeit, wo die Leute das Stifle nicht
nicht sehen oder nicht wissen, dass Stifle eine Karte ist. Und dann ist Stifle auf einmal wieder gut. Und vielleicht schafft man es dann nochmal in diese Temporichtung zu gehen und das Stifle wieder zu spielen. Ich sehe es aktuell eben leider als nicht stark genug an. Wie gesagt, der Klotis, super Hammerkarte für Gravejotate und ähnliches. Super, super schön. Delver an sich ist halt ein Tempo-Deck, in dem man einfach Kreaturen vorne hinlegt und sie dann mit Gratis-Spells beschützt oder eben kleinen Burn-Spells Sachen aus dem Weg räumt und dem Gegner dann ins Gesicht haut. Diese Strategie kann nicht wirklich unfair sein. Es sei denn, man hat diesen kleinen Trick, den habe ich gerade eben schon mal angesprochen, dementsprechend muss ich ihn hier nochmal gerade erwähnen. Und zwar hat man hier eine Karte, die nennt sich Becomements. Normalerweise kennt man die aus dem Infect nur. Ist ein 6-Mana-Spell, der einer Kreatur +6/+6 gibt, den man für ein grünes spielen kann, wenn man genug Karten aus dem Friedhof delft. Oftmals wird das als One-Off gespielt. Was man damit machen kann, ist, man delft diesen Spell und spielt den halt für ein grünes Mana, während ein Arcanist am Board liegt. Nimmt den Arcanisten als Ziel und sagt, der kriegt jetzt +6/+6, weil er hat ja auch Trampel. Damit ist der 7/9. Dann greift man mit dem Arcanisten an und der Arcanist sagt, man kann einen Spell, der weniger Mana-Kosten hat oder gleich Mana-Kosten, wie er stärker hat, zum Friedhof wieder casten. Ihr habt doch dieses Becomements gerade benutzt. Damit geht der Arcanist einfach mal auf 13 Damage hoch. Das ist eine ziemlich coole Sache. Habe ich auch schon gegen tatsächlich verloren auf einem Turnier, weil ich das überhaupt nicht kommen habe sehen. Weil das ist einfach eine Karte, die man random in dieses Deck reinschieben kann und auf einmal so eine Combo drin zu haben, das ist super mächtig. Ich finde das sehr, sehr cool. Aber aktuell hat man halt einfach keinen Platz. Wie gesagt, man hat die Stifle schon rausgecuttet, weil man brauchte Platz für Oko. Ansonsten finde ich das Deck super fair. Es ist ein schönes Beatdown-Deck. Es hat auf sehr viele Decks eine Antwort. Es hat sehr wenige schlechte Matchups. Es kann natürlich ausgegrindet werden, wenn es halt gegen Snoko spielt. Ein Death in Texas kann halt mit einem richtigen Texas-Start den Gegner auch umrumsen, das ist nicht das Problem. Oder wenn da so ein Turn-2-Kombo kommt und man keinen seiner 10 Free-Spells hat vorborden, dann kann das halt auch mal passieren, dass man dagegen verliert. Ansonsten habt ihr natürlich den Vorteil, ihr könnt den Gegner halt eben wegdelvern. Das bedeutet, ihr habt den Tempo-Start und ihr könnt über dieses Tempo-Spiel den Gegner einfach easy, easy, easy umnutzen. Und ihr könnt immer noch in den Grindplan gehen, den andere Decks, wie zum Beispiel Grixis Delver oder UR Delver, nicht ganz so stark haben. Die haben zwar einen Kontrollplan bzw. einen Agroplan, aber den Grindplan haben diese beiden Decks nicht. Das hat jetzt Ruck Delver für sich gebunkert. Ja, früher war es Tempo. Heute ist es Grind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.